Ich weiß nicht genau, wie die Varus-Lore geht, aber ich glaube, das waren irgendwie zwei Lover. Eigentlich sind sie dritte. Der dritte ist ein Darkin. Genau, der Darkin ist ja die Waffe, oder? Ist ein Darkin nicht immer eine Waffe? Ich glaube, das waren zwei Lover und die haben sich fusioniert oder so. Und die Darkin sind, glaube ich, die Waffen, ne? Und da kommt ja jetzt ein neuer Darkin-Champion irgendwann. So. Genau, das ist die Fusion von. Das ist die Fusion von Dings. Von Dragon Ball. Dragon Ball aus Fortnite, kennt man die? Dragon Ball kennt man aus Fortnite, das ist ganz bekannt. Das sind Fortnite-Charaktere neue. Ich spiele gerade Attack Power, AP Varus. Aber ich hasse die Lane hier. Ich spiele gegen Yuumi, ne? Das ist halt Horror. Spielen halt gegen Yuumi. Was nicht so viel Spaß macht. Mal die Früchtchen. Eigentlich kann Soraka die nehmen, ne? Schade. Nice, wir haben Heal raus. Sehr, sehr gut. Ich finde, das Yuumi-Schild hält einfach zu lange. Also das Schild, was sie bekommt zum Raufspringen. Ich finde, das hat eine zu lange Dauer. Das müsste halbiert werden. Die Dauer. Wisst ihr, wie ich meine? Beim Raufspringen? Das müsste halbiert werden, das Schild. Das ist ja durchgehend da. Aua. Okay, wahrscheinlich verlieren wir einen Top-Lane-Turm hier. Das tat weh. Ich hätte früher flashen müssen, ne? Aber ich war Reaktionszeit leider von dem Esel, habe ich. Alle top, ja. Man kennt's. Oh Gott. Meine Ultimate wieder. Da war ja was. Ich kann ja keine Varus-Ultimates treffen. Das habe ich ja ganz vergessen, Leute. Da ist ja was gewesen mit der Varus-Ultimate. Ich kann ja keine Varus-Ultis treffen. Lust auf Clan-Krieg. Ich spiele keinen COC, sorry. Clash of Clans spiele ich nicht. Ich spiele Clash of Clans. Ich kann leider nichts kaufen, ne? Geh ja ziemlich gewastet hier in die Base. Schuhe kann ich mir mitnehmen. Sonst immer gerne, ja? Ohne COC kann ich keinen Clan-Krieg machen. Nach dem Creep soll ich eigentlich mein Nashor's haben. Ich glaube, die Shyvana wird auf Herald gehen. Ziemlich sicher. Ich habe das Gefühl, dass so eine Powerfarm Herald Shyvana. Ich habe mich vertan, natürlich. Never mind. Explodiert.
Gut, ich will, dass ich da durchlaufe, die Lümmeline. Verlieren hat eventuell den Top-Lane-Turm, ne, wenn wir so machen. Beste wahres Ulti der Welt. Ah, die Yumi. Ja, es war es aber, glaube ich, nicht wert. Ne? Wir haben dem Gegner ADC da gut Gold bekommen dadurch. Ich glaube nicht, dass wir die töten können. Wir sollten gehen. Ich hätte auch top direkt nochmal deffen müssen, aber mit meiner AP und so. Schwierig. Das ist leider First Turm für die Kaiser. Die hat gut Gold jetzt, ey. Dann gehe ich aber nicht nochmal Top-Lane, ehrlich gesagt. Ah, doch, muss ich. Ich will eigentlich Team helfen, aber... Herald schon down. Oh, das ist ein Overextend von den beiden. Huh? Tut es nicht, Leute. Schnell raus. Ich weiß nicht, wo ich die Shyvana getötet habe, aber ich habe sie getötet. So. Mit Varus machst du die W zuerst? Kann sein. Ich habe keine Ahnung. Ich kann dir das nicht beantworten, es tut mir sehr leid. Mach es. Ich kann es aber nicht beantworten, weil ich habe keine Ahnung von diesem Champion. Ich habe ihn einfach mal so gespielt. Ich kann zwar mal raufschießen. Unlucky. Ich hau mal die anderen Wards, weil ich habe das Gefühl, wir brauchen mehr Wards. Mit dem Pink Ward komme ich nicht so gut zurecht dann. Sehr nice. Sehr nice, sehr nice. 3 Kills hat er geholt. Varus und ich sind keine guten Freunde, muss ich sagen. Nein, die Soraka kriegt den Shutdown. Oh no. Oh no, ich krieg nichts. Jetzt haben wir noch den Top-Lane genommen vom Corki. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich brauche irgendwoher Gold. So, ich wollte warden gehen, ne? Dass ich nicht nochmal ambushed werde. Oh, gut gemacht von Soraka. Ich habe keinen Mana, weil ich den Mana-Buff nicht gekriegt habe. Ich muss basen. Lohnt die Träne eigentlich nicht auf Varus? Ich weiß es nicht. Ich hole mir einen Sonyas, by the way, weil ich sehe mich hier nicht irgendwie hard carrying. Deswegen will ich einfach nur überleben. Erstmal. So, einen Drake haben wir zumindest bekommen, ne? Das ist schon mal was. Nächster ist in einer Minute. Nächste Wave kann ich nicht mehr auspushen, weil ich kann nicht so weit nach vorne gehen. Bin kein Ezreal oder so. So.
So, Gragas ist leider dead, aber wir haben auch den... wir haben den Dings bekommen, den Corki. Wir haben den Gragas bekommen, aber die haben Corki bekommen, so. So, 19 Sekunden Ultimate. Da ist Shyvana. Die hat aber gar nicht so viel Gold, muss ich sagen. Das ist okay. Aua. Ich bräuchte Ultimate dafür, ne? Fight. Nein, der Kork hat alle aus meiner Ultimate rausgeworfen. Der Corki hat alle aus meiner Ulti rausgeworfen, wo ich gerade die E reingeworfen habe. RIP. Wir hätten, glaube ich, einfach Drake nehmen können. Tatsächlich. Das war ein bisschen doof. Weil wir hätten ihn gar nicht contesten müssen im Herald, ne? Wir hätten einfach Drake nehmen können, dann wäre es gewesen. Hier kommt der Varus ohne Mana. Mana. Big. Die Yumi gesniped. Ich brauche so dringend einen Blue Buff, ne? So dringend. Bitte, Leute, schaut auf meinen Mana. Oh, danke. Vielen Dank. Ich habe ihn bekommen. Ja, ich brauche definitiv eine Träne, ja. Oder ich muss mal halt alle Blue Buffs nehmen, ne? Eins von beiden. Warte, das ist ja die Riven da oben. Das ist halt so deep, ne? Ich würde da ungerne weiter fighten. Ich hoffe, die gehen raus. Vielleicht sollte man sich um den Top-Lane-Turm kümmern. Ich bin wieder alleine hier. Hm. Aber unsere Leute hinten in der Mid-Lane. Das heißt, wir können den Top-Lane-Turm nehmen. Großartig. Aber da die leider in der Mitte 2 gegen 4 gefightet haben oder 3 oder so. Das ist leider der Baron für den Gegner, glaube ich. Das sieht gut aus. Sie können sich den nehmen, den Baron, glaube ich, ja. Ich versuche noch hinzukommen, aber... Boah, wenn ich da wäre, könnten sie ihn, glaube ich, nicht nehmen. Der muss resetten. Der Baron muss resetten. K6? What are you doing? Sehr gut. Aber jetzt noch eine Träne kaufen ist halt auch int, ne? Ich versuche einfach wieder den Mana-Buff zu snacken hier. No, die haben sich catchen lassen. GG. GG. So. Okay, wir konnten noch deffen. Und wir haben Shutdown bekommen.
Aua. Blockt jemand das Kuh? Guter Heal von Soraka. Corki geht aber ziemlich deep, ne? Hat aber beide bekommen. Nice! Good job, Corki. Well done. Ich weiß nicht, soll ich immer noch Träne kaufen? Einfach? Ne, ich baue keine Träne mehr. Komm. Was soll's? Wir können den contesten auf jeden Fall. Ich bin in 9 wieder da. Renn, Varus. Das ist der langsamste Varus, den ich kenne hier. Sehr gut. Das ist auch noch ein Double Kill, ne? Dass die da rauskommen. Nice, sehr gut. Nein, da nicht die Shyvana noch chasen. Es leben alle wieder, ne? Wir müssen da instant raus. Camilla habe ich fast geone-shottet hier. Okay, Shyvana geht da in die Base. Aber dadurch, dass Kha'Zix dead ist, haben wir halt wieder die Problematik, dass wir den Drake nicht contesten können. Den Baron. Die müssen eigentlich nur warten, bis die Toplane durchpushen, ne? Dann können sie Baron starten. Okay, Camille geht gerade basen. Vielleicht können wir jemanden trappen hier. Gragas vielleicht. Nein, er ist rausgegangen. Oh. Nein, er ist aus dem Busch gegangen. Ich glaube, wir hätten niemanden trappen können, ja. So. Ich muss nur Ulti treffen, ne? Wenn ich Ulti Q treffe, kann ich, glaube ich, fast jemanden töten schon. Ja, das war's, ne? Schade, schade. Das ist es wohl gewesen. Wir haben alles versucht, Leute. Das hat nicht geklappt. Ich glaube, eine Träne in Schuhformat wäre zu broken, ehrlich gesagt. Ich habe versucht, was ging. Am Ende kam der böse Catch. GG's.